Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung betreffend schnell und klimafreundlich ans Ziel. Hessen wird Vorreiter zukunftsfähiger Mobilität. Die Fraktionsredezeit ist 20 Minuten, die Orientierungszeit der Regierung ebenfalls 20 Minuten. Die Reihenfolge sage ich nachher, nachdem er geredet hat. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wird in diesen Tagen intensiv diskutiert, wie viel Schadstoffe Dieselmotoren ausstoßen, warum alternative Antriebe noch so wenig verbreitet sind. Wir streiten über Software-Updates, Hardware-Updates und über die Sinnhaftigkeit von Ausstiegsszenarien. Das ist eine wichtige Debatte, ohne Zweifel, die sich allerdings meistens um die Fehler der Vergangenheit und deren Beseitigung in der Gegenwart dreht. Dabei müsste eigentlich allen klar sein, dass unser Mobilitätssystem insgesamt in der Zukunft in eine verfahrene Situation gerät, denn es basiert zum großen Teil auf fossilen Antriebstechnologien, und diese werden angesichts von Klimawandel und Luftverschmutzung immer weniger tragbar. Doch während kalifornische Internetgiganten das Auto gerade ganz neu denken, Tesla zeigt, dass E-Mobilität zum Kultartikel taugt, die Deutsche Post mit ihren notgedrungen selbst entwickelten und selbstgebauten Elektrotransportern inzwischen glänzende Geschäfte auch bei anderen erwartet, haben deutsche Hersteller ihre Ingenieure daran gesetzt, Abgaskontrollen zu überlisten, um noch ein paar Jahre weiter in ihren eingefahrenen Spuren rollen zu können. Ich will das ausdrücklich sagen. Es könnte am Ende dazu führen, dass auch die deutsche Autoindustrie abgehängt würde. Das ist Deutschlands wichtigste Industrie. Und deshalb darf das nicht passieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich bin ein grundoptimistischer Mensch und deshalb überzeugt davon, dass der Dieselskandal langfristig auch sein Gutes haben kann. Er kam hoffentlich noch rechtzeitig genug, um die nötigen Veränderungsprozesse in der deutschen Autoindustrie anzustoßen. Denn der Weltmarkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ändert sich gerade grundlegend. Wer die Produkte der Zukunft, vor allem umwelt- und klimafreundliche Elektrofahrzeuge, nicht liefern kann, der kann seine Position auch schnell verlieren, siehe Nokia. Aber nicht nur die deutsche Autoindustrie muss sich verändern, unser ganzes Mobilitätssystem muss es. Der Treibhauseffekt lässt weltweit Meeresspiegel ansteigen, Böden versalzen, fruchtbares Ackerland erodieren. Er schürt Kriegsgefahren und treibt Wanderungsbewegungen an. Jetzt können Sie die Frage stellen, was hat das mit einer Regierungserklärung über Mobilität zu tun? Sehr viel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn natürlich hat Mobilität einen großen Anteil am Ausstoß von Schadstoffen und vor allem von Treibhausgasen. In Hessen beträgt der Anteil ein Drittel. Die Luftqualität in den Innenstädten ist ein Problem. Verkehrslärm verursacht Gesundheitsschäden. Die fossilen Reserven sind endlich. Kurz gesagt, das bisherige Verkehrssystem erweist sich zunehmend als Sackgasse. Und wenn wir weiterhin Mobilität für alle sichern wollen, und das wollen wir, dann muss uns das klar werden. Wie kommt man aber aus einer Sackgasse wieder heraus? Nur mit einer Wende. Aber nicht als Kehrtwende in eine Zeit, als Reisen ein Privileg war, sondern als Aufbruch in ein anderes Verkehrssystem, das mehr Mobilität mit mehr Komfort und mehr Produktivität verbindet, aber weniger Belastungen verursacht. An Hessen führt bekanntlich kein Weg vorbei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kennen aber auch die Kehrseite der Medaille. Gerade im Ballungsraum Rhein-Main mit dem verkehrsreichsten Autobahnkreuz, dem größten Flughafen und dem wichtigsten Bahnhof Deutschlands. Aber genau deshalb hat unser Bundesland die Aufgabe, Vorreiter einer klima- und umweltfreundlichen Mobilität zu werden. Schließlich lebt Hessen zu einem beträchtlichen Teil vom Verkehr. Die Lufthansa, die Bahn, Fraport, das VW-Werk in Kassel, Opel in Rüsselsheim gehören zu unseren größten Arbeitgebern. Wir wollen, dass diese Firmen auch in Zukunft hier in Hessen für Beschäftigung sorgen,
ebenso wie kleinere Unternehmen und neue Firmen mit innovativen Ideen. Und natürlich wollen wir auch in Zukunft Freunde und Verwandte besuchen können, in andere Länder reisen, Gäste aus aller Welt empfangen. Dazu brauchen wir nachhaltige Mobilität. Sie ist möglich, ihre Ansätze entstehen schon. Und wir wollen, die Hessische Landesregierung will, dass unser ganzes Land davon profitieren kann, die Stadt Frankfurt ebenso wie der Werra-Meißner-Kreis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine solche Mobilität ist im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. In den Ballungsräumen sind immer weniger von Ihnen auf ein bestimmtes Verkehrsmittel fixiert. Sie wollen heute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, um sich fit zu halten, morgen mit der S-Bahn, um unterwegs schon etwas Arbeit zu erledigen, und übermorgen wieder mit dem Auto, weil Sie auf dem Heimweg noch einkaufen möchten. Für immer weniger junge Leute ist das Auto ein Statussymbol. Sie wollen es bei Bedarf nutzen, aber nicht unbedingt auch besitzen. Große und kleine Hersteller sind dabei, das Auto neu zu erfinden. Sie investieren enorme Summen in autonomes Fahren, in neue Antriebe und Speichersysteme, in die Einbettung in das Internet der Dinge. In den Großstädten, ich rede jetzt über die Großstädte, etablieren sich Carsharing- und Leihfahrradsysteme. Apps und Internetdienste machen das Smartphone zum Fortbewegungsmittel. Nutzen wir diese Trends. Bahnen wir ihnen den Weg. Der Schlüssel dazu ist die intelligente Verknüpfung der Verkehrsträger mithilfe digitaler Technologie. Verwirklichen wir also ein digital vernetztes Verkehrssystem, das jeden jederzeit schnell und klimaschonend an sein Ziel bringt. Und ich will Ihnen an dieser Stelle auch sagen, ich bin überzeugt davon, dass Hessen dafür die besten Voraussetzungen hat, gerade weil der Verkehr hier eine größere Rolle spielt als in jedem anderen Flächenland. Denn hier konzentriert sich auch die Kompetenz, Waren- und Verkehrsströme zu managen. Hier kreuzen sich nationale und kontinentale Verkehrswege. Schienen und Straßen sind weit überdurchschnittlich belastet. Lösungen, die hier funktionieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben ihren Praxistest definitiv bestanden. Und funktionierende Lösungen sind weltweit gefragt. Hessen kann hier sein besonderes Know-how ausspielen. Und auch deshalb wollen wir Vorreiter einer klimafreundlichen und modernen Mobilität werden. Und deswegen stellen wir uns Hessen einmal im Jahr 2035 vor. Wenn Sie in 18 Jahren morgens von Wiesbaden oder Gießen, Frankenberg oder Graselnbach nach Frankfurt möchten, dann könnten Sie sich zu Hause von einem selbstfahrenden Auto abholen lassen, das Sie bei Ihrem Verkehrsverbund bestellt haben. Auf der Autobahn fädelt es sich dann auf eine eigene Spur ein, auf der nur autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Die kommunizieren untereinander, weichen sich aus, warnen sich und organisieren den Verkehrsfluss mit künstlicher Schwarmintelligenz. Der E-Motor surrt leise. Während Sie E-Mails oder Unterlagen lesen, denken Sie vielleicht noch mit leichtem Schaudern an den Berufsverkehr vor zwei Jahrzehnten. Das Fahrzeug liefert Sie an der Zieladresse ab oder noch besser an einer Mobilitätsstation, wo Sie auf die U-Bahn umsteigen. Denn auch in 20 Jahren wird es in den Innenstädten eng sein. Vielleicht steigen Sie je nach Wetter und Belieben um aufs elektrisch unterstützte Leihfahrrad. Schließlich gibt es ein Netz von Raddirektwegen. Was am schnellsten und bequemsten ist, hat Ihre Smartphone-App ermittelt. Sie brauchen keine Fahrpläne zu wälzen und keine Tarife zu vergleichen. Auf dem Land übernehmen autonome Fahrzeuge, z.B. im dörflichen Carsharing, die Schülerbeförderung und lösen die Mobilitätsprobleme vieler älterer Menschen. Der Lieferverkehr in den Innenstädten ist leiser und sauberer dank intelligenter Logistik. Elektrische LKWs beliefern Mikrodepots in den Randgebieten. Für die Feinverteilung sorgen elektrisch unterstützte Lastenfahrräder. Digitale Disponenten stimmen die Lieferrouten so ab, dass Leerfahrten auf ein Minimum begrenzt werden. Die Luft ist besser geworden, die Lebensqualität gestiegen. Es gibt wahrscheinlich mehr Mobilität als heute, aber sie belastet weniger. Meine Damen und Herren, das sind keine Spinnereien eines Verkehrsministers, der einer grünen Partei angehört, sondern Einschätzungen von Experten, Managern und Wissenschaftlern, gewonnen aus Befragungen durch das House of Logistics and Mobility und des Fraunhofer Instituts für Materialfluss und Logistik. So unterschiedliche Verbände wie der ADAC und der VCD haben daran mitgewirkt, aber auch Unternehmen wie Opel
und Lufthansa, Metro und Google, die auf solche Prognosen ihre Investitionspläne gründen und deshalb nicht zu Träumereien neigen. Ich will Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich sagen, gewiss, das eine mag früher Wirklichkeit werden als 2035, das andere später und manches vielleicht überhaupt nicht. Worauf es ankommt, ist die Richtung, in die es geht, und die wird sehr deutlich. Eine davon stammt vom ADAC. Ich will daraus nur einen Satz zitieren. Wir stehen vor ähnlichen Umwälzungen wie nach der Erfindung des Autos vor 125 Jahren. Wie geht das Land Hessen mit diesen Umwälzungen um? Was haben wir bereits angebahnt und worauf können wir aufbauen? Ein Fundament habe ich bereits vor 3 Jahren in meiner ersten Regierungserklärung angesprochen, die Energiepolitik. Ohne einen Ausbau der erneuerbaren Energien kann es keine umwelt- und klimaschonende Mobilität geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein mit Braunkohlestrom betriebenes Elektroauto verlagert nur die Emissionen vom Auspuff zum Schornstein. Deshalb ist die Energiepolitik ein Schwerpunkt dieser Landesregierung. Das zweite Fundament der neuen Mobilität ist die Digitalisierung unserer Lebens- und Arbeitswelt. Eine technologische Revolution, ohne die autonome Fahrzeuge und vernetzte Systeme nicht denkbar sind. Wie Hessen diese Entwicklung mitgestalten will, das ist Thema der Strategie Digitales Hessen, die ich im letzten Jahr hier vorgestellt habe. Wenn Sie so wollen, die heutige Regierungserklärung zur Mobilität vollendet damit den Dreiklang. Selbstverständlich war die Landesregierung in der Verkehrspolitik seit 2014 alles andere als untätig. Ich will das an dieser Stelle noch einmal feststellen. Den hessischen Verkehrsverbünden stellt die neue Finanzierungsvereinbarung bis 2021 fast 4 Milliarden € zur Verfügung, knapp 800 Millionen € im Jahr und damit 24% mehr als in der letzten Finanzierungsvereinbarung. Und damit ist es z.B. möglich, Schienenangebote auch bei sinkenden Bevölkerungszahlen im ländlichen Raum zu erhalten und an manchen Stellen sogar noch auszuweiten. Es ist z.B. möglich, erstmals am Wochenende, das ist ein lang gehegter Traum, ich gebe es zu, ich fordere es, solange ich mich erinnern kann, gehöre nicht mehr der grünen Jugend an, aber kann mich noch erinnern, dass ich es als jemand forderte, dass auch ab dem nächsten Fahrplanwechsel im RMV-Gebiet am Wochenende die S-Bahnen nachts durchfahren. Im Dezember geht es los, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seit diesem Schuljahr gibt es das Schülerticket Hessen. Über eine Viertelmillion junger Hessinnen und Hessen haben es schon. Es ermöglicht bequeme Mobilität. Erschließt den Bussen und Bahnen neue Nutzerinnen und Nutzern und erspart Müttern und Vätern Elterntaxi-Dienste. Das gibt es nur in Hessen, genauso wie das landesweite Jobticket für die Landesbediensteten vom Jahreswechsel an für 145.000 Beschäftigte des Landes Hessen. Auch mit der Infrastruktur geht es nach langem Stillstand voran. Wichtige Schienenprojekte werden realisiert, um den völlig überlasteten Eisenbahnknoten Frankfurt an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Jahrelang wurde über das Maßnahmenpaket Frankfurt-Rhein-Main-Plus nur geredet. Jetzt wird gehandelt. Im November war Baubeginn der S-Bahn-Station Gateway Gardens, Anfang Juni der Spatenstich zum Ausbau des Homburger Damms in Frankfurt als Auftakt einer Reihe weiterer Maßnahmen wie der Nordmainischen S-Bahn oder auch der Regionaltangente West, alles lange diskutierte Projekte in der Region, die jetzt endlich konkrete Formen annehmen. Das gilt auch für ein anderes Projekt. Die Bahn plant noch in diesem Jahr den Spatenstich für ein Projekt, über das geredet wird, solange ich mich erinnern kann, der viergleisige Ausbau der S6 von Frankfurt West nach Bad Vilbel. Auch die dringend benötigten Neu- und Ausbaustrecken Frankfurt-Fulda und Frankfurt-Mannheim sind endlich im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans verankert. Alles in allem will die Bahn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Hessen rund 12 Milliarden € in 12 Projekte investieren, ein wesentliches Ergebnis des Drucks, den die jetzige Landesregierung aufgebaut hat und aufrechterhalten wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich kümmern wir uns auch um den Straßenbau. Dabei gilt,
Sanierung vor Neubau als Grundsatz. Wir werden die bestehenden Straßen sanieren, und zwar systematisch. Mit unserer auf 7 Jahre angelegten Sanierungsoffensive, mit der der Sanierungsanteil der Landesstraßen ausdrücklich immer weiter gesteigert wird. Ich will das an dieser Stelle sagen. 2017 beträgt der Landesstraßenbauetat unterm Strich 99 Millionen €. Gestern hat das Kabinett den Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt beschlossen. 2018 werden es 110 Millionen € sein, im Jahr darauf 120 bei einem Sanierungsanteil von jetzt weit über 80%. Damit wir dieses Geld auch verbauen können, haben wir auch die Planungsmittel für den Bundes- und Landesstraßenbau beträchtlich erhöht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, im letzten Jahr wurde insgesamt die Summe von 750 Millionen € Bundesmitteln in Erhalt, Neu- und Ausbau sowie im Betrieb von Autobahnen und Bundesstraßen in Hessen ausgegeben. Damit kommt Hessen auf Platz 4, direkt nach den deutlich größeren Ländern Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, aber beispielsweise deutlich vor Niedersachsen. Über die Hälfte dieser Mittel wurde in Erhaltungsmaßnahmen investiert. Das ist dringend nötig, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir wegen der Versäumnisse vergangener Jahrzehnte schon die ersten Verkehrseinschränkungen erleben, z.B. auf der Bergshäuser Brücke der A44 zwischen Baunatal und Kassel oder hier bei der A66 in Wiesbaden auf der Salzbachtalbrücke. Wir gehen die Probleme jetzt Brücke für Brücke an. Meine Damen und Herren, die Summe des Landesgeldes aus Landesstraßenbau und Planungsmittel wird 2018 177 Millionen € und 2019 188 Millionen € erreichen. Das ist der höchste Stand, den es jemals in Hessen gab. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können auch Beton, da wo es sinnvoll ist. Aber eine kluge Mobilitätspolitik denkt weiter als bis zur nächsten Leitplanke. Denn zur Mobilität gehört nicht nur das Auto. Mobilität beginnt beim Zu-Fuß-Gehen. Wir betrachten Passanten und Radfahrer als gleichberechtigte Teilnehmer des Verkehrs, die ebenfalls gute und sichere Wege brauchen und die bequem in Busse und Bahnen wechseln können müssen. Viele hessische Kommunen haben da schon vorbildliche Ansätze entwickelt. Damit sie Schule machen und sich noch weiter verbessern, haben wir die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen gegründet, der schon knapp die Hälfte der Kommunen angehören. Und es gibt natürlich auch finanzielle Förderung. Für kommunale Fuß- und Radwege stellen wir 8 Millionen € im Jahr zur Verfügung. Weitere Mittel speziell für kommunale Nahmobilitätsprojekte gibt es in diesem Jahr 4 Millionen €, 2018 voraussichtlich sogar 5,5 Millionen €, die ab sofort beantragt werden können. Wir engagieren uns verstärkt für die Elektromobilität. Der Entwurf des Doppelhaushalts sieht Fördermittel von fast 7 Millionen € pro Jahr vor. Im Jahr 2015 war es noch 1 Million. Hessen ist das erste Bundesland, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem eigenen Förderprogramm für Elektrobusse. Den ersten Förderbescheid für einen Elektrobus habe ich vor wenigen Wochen in Fulda übergeben. Der Bescheid für Frankfurt folgt nächste Woche. Wir unterstützen die Landeshauptstadt. Wir unterstützen die Landeshauptstadt Wiesbaden bei ihrem Vorhaben, ihre komplette Dieselflotte binnen 4 Jahren zu elektrifizieren. Ein nach unserer Kenntnis bisher europaweit einzigartiges Vorhaben. Und wir unterstützen, wo ich schon bei Wiesbaden bin, auch mit voller Kraft die Citybahn, die mein Amtsvorgänger noch verhindert hat. Heute haben wir auf mobileshessen2020.de eine Online-Karte der E-Ladestation in Hessen freigeschaltet. Hessen ist nach einer Erhebung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft mit 104 öffentlichen Ladestationen pro 1 Million Einwohner nach Baden-Württemberg auf Rang 2 der Flächenländer. Aber das reicht bei Weitem nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir unterstützen daher Energieversorger beim Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Schade, dass es erst den Dieselskandal gebraucht hat,
damit auch der Bund flächendeckend in E-Busse und Ladeinfrastruktur investiert. Trotzdem ist es gut, dass das jetzt ein bundesweites Vorhaben ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und selbstverständlich sind auch unsere Bemühungen um den Fluglärmschutz ein Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität. Die vielen kleinen Detailmaßnahmen des aktiven Lärmschutzes, aber auch die großen, wie die Lärmpausen und die Lärmobergrenze, haben das Ziel, die Entwicklung des Frankfurter Flughafens in Einklang zu bringen mit den berechtigten Anliegen der Anwohner. Wir haben also schon viel für ein zukunftsfähiges Verkehrssystem getan, und wir haben noch viel vor. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich Sie einladen, am 15. September auf dem Hessischen Mobilitätskongress in den Dialog zu kommen, weil ich ausdrücklich sagen möchte, unsere Strategie ist auf der Basis des Zukunftsbildes, was wir aus der Befragung von Experten gewonnen haben, entwickelt. Und die Leitgedanken sind, und darüber wollen wir in Dialog kommen, mit Politik, mit Wirtschaft, mit Gewerkschaften, mit Gesellschaft insgesamt, Leitgedanke folgendermaßen. Mobilität ist Daseinsvorsorge, denn sie ist Voraussetzung sozialer Teilhabe. Daher ergänzen wir das privatwirtschaftliche Angebot da, aber nur da, wo der Markt versagt. Wir bauen unsere Infrastruktur weiter aus zur Grundlage effizienter, vernetzter und umweltschonender Mobilität. Fuß- und Radverkehr stehen am Anfang und am Ende jeder Mobilitätskette. Wir begreifen die Nahmobilität als integralen Bestandteil des Verkehrssystems und entwickeln sie gemeinsam mit den Kommunen. Wir verstehen Mobilitätspolitik als Wirtschaftspolitik. Moderne Mobilität verschafft Wettbewerbsvorteile. Und natürlich ist Mobilitätspolitik auch Klimapolitik. Konkret heißt das, mit dem Klimaschutzplan 2025 stellt alleine das Verkehrsministerium in den nächsten Jahren über 21 Millionen € bereit für klimafreundliche Mobilität, z.B. für das Konzept eines Radschnellwegenetzes in den Ballungsräumen Rhein-Main, Gießen-Marburg und Kassel, für Ruftaxis und andere Modellprojekte für den ÖPNV in dünn besiedelten Regionen. Teil dieser Strategie ist auch das Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum, das seit Juni im Holm als gemeinsames Projekt von RMV und NVV arbeitet, oder z.B. für emissionsfreie City-Logistik, etwa mit Elektrotaxis, Lasten-Pedelecs und Elektrolieferwagen. Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, gerade in der Nahmobilität und bei Bussen und Bahnen kommt es sehr auf die Kommunen an. Sie brauchen dafür finanzielle Planungssicherheit. Das Land wird daher die nach 2019 wegfallenden Bundesgelder aus dem alten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aus eigenen Mitteln ersetzen und noch etwas aufstocken. Mit einem hessischen Mobilitätsfördergesetz werden wir für kommunale Verkehrsinfrastruktur mindestens 100 Millionen € im Jahr zur Verfügung stellen. Wir halten dabei an der hälftigen Aufteilung zwischen Maßnahmen zum Ausbau von Bussen und Bahnen und dem kommunalen Straßenbau fest. Nur so werden die Landesanteile an den großen S-, U- und Stadtbahnvorhaben der nächsten Jahre zu stemmen sein. Damit können aber auch Radwege an innerstädtischen Straßen gefördert werden und bessere Schnittstellen zwischen den Verkehrsmitteln geschaffen werden. Wenn der beim ersten Dieselgipfel vereinbarte Fonds für besonders belastete Städte vom Bund eingerichtet wird, dann sind wir vorbereitet. Den hessischen Anteil wollen wir nutzen für unser Fachzentrum für nachhaltige urbane Mobilität, das den Kommunen hilft, passende Lösungen zu finden. Zur Förderung von Mobilitätsstationen, die Carsharing-Plätze und Bus- oder Bahnhaltestellen kombinieren. Zum weiteren Ausbau der Radwege. In unseren Ballungsräumen, davon bin ich fest überzeugt, muss bis 2035 ein Netz von Radschnellwegen entstehen. Denn oft wird vergessen, dass die Elektromobilität in einem Bereich schon längst den Durchbruch geschafft hat, nämlich bei E-Bikes und Pedelecs. Und die Infrastruktur muss darauf reagieren. Diese Maßnahmen aus dem Dieselfonds wirken natürlich nicht sofort. Deswegen braucht es auch kurzfristige Maßnahmen. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, die Luft in unseren Innenstädten muss besser werden. Gleichzeitig will die Landesregierung keine generellen Fahrverbote. Hier müssen Bund und die Verantwortliche, Autoindustrie wirksame Maßnahmen ergreifen. Ich bin sehr sicher, dass allen hier bewusst ist, dass Länder und Kommunen an dieser Stelle nicht alleine gelassen werden dürfen.
zurück in die Zukunft in Hessen. Im innerstädtischen Lieferverkehr müssen wir die Potenziale von Lastenrädern nutzen, damit nicht immer mehr Transporter die Straßen verstopfen. Und Stichwort Infrastruktur. Echten Ausbaubedarf haben wir vor allem auf der Schiene. Deshalb werden wir unseren Druck auf den Bund und die Bahn hochhalten, um die angebahnten Projekte zu realisieren. Und daneben geht es auch um Maßnahmen im Schienenknoten Frankfurt, um ihn leistungsfähiger zu machen. Und ich will ausdrücklich sagen, im Regionalverkehr müssen wir prüfen, über die Regionaltangente West hinaus, wobei die muss man erst einmal hinkriegen. Trotzdem müssen wir prüfen, ob ein zentral auf Frankfurt ausgerichtetes Netz noch ausreicht oder ob wir nicht mittelfristig einen Schienenring um Frankfurt brauchen. Ich bin sicher, dass auf Dauer kein Weg daran vorbeiführt. Wir werden die temporäre Seitenstreifenfreigabe und Verkehrstelematik weiter ausbauen, das Baustellenmanagement weiter verbessern, um unsere Straßen so effizient wie möglich zu nutzen. Aber uns muss klar sein, dass wir die Probleme des Straßenverkehrs nicht alleine auf der Straße lösen können. Natürlich gibt es den Handwerker, der mit seinem Material und Werkzeug nicht die S-Bahn nehmen kann. Wir werden auch niemals überall Schienenanschlüsse haben. Deswegen sage ich denen, die sich ein Leben ohne Auto nicht vorstellen wollen oder es aus guten Gründen nicht können, nur wenn die Verkehrswende Erfolg hat, werden sie in Zukunft noch Platz auf der Straße haben, um Auto zu fahren. Mobilität, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Grundbedürfnis moderner Gesellschaften und Voraussetzung sozialer Teilhabe. Bewegungsfreiheit zählt zu den elementaren Freiheitsrechten. Wir wollen diese Mobilität sichern, schnell und klimafreundlich für alle und auf Dauer. Und deshalb wird Hessen Vorreiter zukunftsfähiger Mobilität. Vielen Dank. Damit ist die Regierungserklärung abgegeben. Die Fraktionen der Opposition haben 2 Minuten mehr Redezeit, also 22 Minuten. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Herrn Abg. Schäfer-Gümbel für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich sehr gefreut, als ich im Juni diesen Jahres gehört habe, dass in der nächsten Parlamentswoche eine Regierungserklärung zur Zukunft der Verkehrs- und Mobilitätspolitik in Hessen ansteht. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil kurzfristig entschieden wurde, regierungsseitig eine Regierungserklärung zum Thema Länderfinanzausgleich zu halten. Wir waren uns sicher, dass irgendwann im Laufe des zweiten Halbjahres das Thema kommt. Dass am heutigen Tag, an dem Tag, an dem traditionell eigentlich eine Regierungserklärung zum Beginn des Schuljahres zur Bildungspolitik und damit eine bildungspolitische Grundsatzdebatte anfängt, stattdessen eine verkehrspolitische Debatte stattfindet, hat uns ein wenig überrascht, mit Blick auf die aktuellen Debatten in der Schullandschaft in Hessen dann wiederum nicht. Ich bin der Fraktion der FDP deswegen außerordentlich dankbar, dass es möglich sein wird, morgen auch über Bildungspolitik zu reden. Weil die Bildungsfrage natürlich eine ist, die eigentlich am Anfang des Jahres in dieses Parlament gehört. So können wir uns heute darüber freuen, eine Regierungserklärung entgegenzunehmen zur Zukunft der Mobilitäts- und Verkehrspolitik in Hessen. Ich will offen sagen, dass viele der Szenarien eines möglichen Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes
für das Jahr 2035. Dazu werde ich später noch ein paar Bemerkungen machen. Wie das aussehen könnte, welche Rolle möglicherweise das autonome Fahren spielt, welche Rolle die Frage der Emissionsfreiheit in Innenstädten spielt, wie Vernetzung und Digitalisierung auf die Verkehrs- und Mobilitätspolitik der Zukunft einwirken, aus unserer Sicht grosso modo Konsens sind. Das sind auch keine sonderlichen Überraschungen angesichts dessen, was derzeit in der Fachwelt diskutiert wird. Und insofern glaube ich, in den Zielbeschreibungen, der sehr weit weggehenden Zielbeschreibungen, gibt es nicht so viel Dissens. Allerdings, wenn wir über bezahlbare Mobilität statt Schlaglöchern, Staus und überfüllten Bussen und Bahnen reden, dann reden wir darüber im Bewusstsein, dass meine Partei seit 140 Jahren immer dazu beigetragen hat, dass neue Technologien den Lebensalltag leichter und die Lebensqualität besser machen. Deswegen spreche ich, wie mancher von Ihnen auch, häufig mit Beschäftigten, mit Pendlerinnen und Pendlern, mit Familien über deren Einschätzungen zur aktuellen Lage in der Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Ich glaube, dass dieser Blick in der aktuellen Debatte ein bisschen unterzugehen droht. Deswegen eher rhetorisch an Sie, Herr Minister, die Frage, was glauben Sie eigentlich, was Pendlerinnen und Pendler in diesen Tagen zur Verkehrspolitik in Hessen sagen? Ich gebe Ihnen einen Tipp und lese aus dem Staumelder vom heutigen Vormittag vor. Staumeldungen ohne Unfälle und defekte Fahrzeuge von heute Morgen 8.30 Uhr bis 8.45 Uhr, Quelle Radio Planet. A3 Würzburg-Frankfurt zwischen Rasthof und Offenbacher Kreuz, stockender Verkehr. A3 Köln-Frankfurt zwischen Wiesbadener Kreuz und Kelzerbach, 7 km. A4 Kirchheim-Eisenach zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim, 2 km. A5, ich komme zu dem Teil, der albern ist, komme ich gleich noch. A5 Kassel-Frankfurt, Friedberg und Nordwestkreuz, Frankfurt 6 km. A60 Mainz-Rüsselsheim zwischen Hechtsheim-West und Bischofsheim 8 km. Je lauter Sie werden, umso länger dauert. Die Liste ist so lang. Ich habe die nicht gemacht. Die kommt vom Radio, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. A66 Wiesbaden-Frankfurt zwischen Wiesbaden-Faunstein, Wiesbadener Kreuz, stockender Verkehr. A66 Wiesbaden-Frankfurt zwischen Frankfurt-Salzheim, Nordwestkreuz 5 km. A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Wiesbaden-Mainzer Straße, Wiesbaden-Biebrich 2 km. A67, A643, A661, A671. Wenn ich das alles summiere, nein, der Kollege kann ja gerne anschließend kommen. Nein, nicht mal eine Zwischenfrage. Nicht mal. Genau. Ich freue mich darüber. Darüber, die Strecke Lich-Wiesbaden heute Morgen, Abfahrt 7.20 Uhr, 40 Minuten länger als gestern Abend auf dem Rückweg vom Parlamentarischen Abend aus diesem Haus. Was ich damit sagen will, ist, die Wirklichkeit, über die der Minister im Jahr 2035 gesprochen hat, trifft auf der Straße – und über den Schienenverkehr habe ich jetzt noch nicht geredet – im Jahr 2017 auf eine Wirklichkeit, die dazu führt, dass im Durchschnitt dieser Woche – weil die Verkehrslage wird morgen und übermorgen nicht anders sein – am Freitag vielleicht ein bisschen schlimmer als heute und gestern – am Ende dieser Woche nicht nur kilometerweise Staus auf unseren Straßen entstanden sind, sondern am Ende 20, im Durchschnitt 20 Stunden Lebenszeit für Menschen kaputtgegangen ist, dadurch, dass sie in einem überlasteten Verkehrssystem stehen. Und deswegen ist es richtig, wenn die Landesregierung hier eine Regierungserklärung zu diesem Thema hält. Deswegen ist es richtig, über die Frage zu reden, wohin man will, um diese Zustände zu überwinden. Da herrscht der Konsens. Worüber ich aber gerne ein bisschen mehr heute geredet habe, und ich habe ja ganz demonstrativ an einer Stelle heftig applaudiert, wie wir zu diesem Zustand kommen, wie wir die Politik auch des Landes dazu nutzen, auf dem Weg zur Mobilitäts- und Verkehrswende Beiträge zu leisten, um solche Zustände zu überwinden.
Und das, was ich bisher gehört habe, erinnert mich ein bisschen an die Debatten um die Regierungserklärung aus dem Jahr 2005 von Roland Koch über das Projekt Staufreies Hessen. Das ist ja bekanntermaßen mein Lieblingsprojekt in Hessen. Ich freue mich jeden Tag darüber. Es heißt jetzt ein bisschen anders. Aber im Kern, und damals war der Fraktionsvorsitzende Al-Wazir jemand, der noch pointierter und schärfer sozusagen den Marketingteil des Projektes Staufreies Hessen kritisiert hat. Das konnte er gut. Aber mein Eindruck ein kleines bisschen ist, dass sozusagen in der Rhetorik, wo man sozusagen hin will, vieles aufgenommen wird, aber am Ende die Substanz, die notwendig ist, um diese Veränderung zu erreichen, noch nicht da ist. Dabei will ich ausdrücklich zugestehen, Herr Minister, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen aus der Regierungsfraktion, dass das kein triviales Thema ist. Weil in der Verkehrspolitik haben in den letzten Jahrzehnten ziemlich viele, und zwar parteiübergreifend, Fehler gemacht. Systematisch Fehler gemacht. Ja, das ist klar. Grün machen nie Fehler. Das ist aber ein anderes Thema. Allerdings sich am Ende, naja, ich will mal sagen, in der Zeit von Rot-Grün vor 99 und einem Verkehrsminister und Landesentwicklungsminister Lothar Klemm ist in Hessen auf der Verkehrs- und Infrastrukturseite noch ziemlich viel passiert. Davon profitiert das Land bis heute. Und deswegen, Herr Minister, es hilft nicht alleine, sich auf Projekte zu beziehen, die im Bundesverkehrswegeplan angelegt sind, insbesondere wenn es um die Schienenverkehrsthemen geht, auch angesichts einer Bevölkerungsprognose, die doch jeden hier im Raum alarmieren muss. Wenn uns die Stadtentwicklungsforschung in diesen Tagen und Wochen sagt, dass in Frankfurt-Rhein-Main bis 2030 wir mit einem Nettozuzug in Frankfurt von bis zu 100.000 Neubürgerinnen und Neubürger rechnen müssen, dass wir in der gesamten Großregion Frankfurt-Rhein-Main von Aschaffenburg bis Mainz, von Bensheim bis Gießen über einen Nettozuzug von bis zu 240.000 Menschen rechnen, dann haben wir ein substanzielles Infrastrukturthema. Deswegen ist übrigens der Satz, und auch dazu hätte ich mir heute ein bisschen mehr erwartet, des Vorrangs von Sanierung vor Neubau so richtig wie falsch. Weil angesichts dieser Bevölkerungsentwicklung, und Sie haben am Ende mit der Frage eines möglichen Ringes rund um den Großraum Frankfurt-Rhein-Main einen Fingerzeig gegeben, welche Frage wir eigentlich aufzurufen haben, wird es ohne Neubau, und ich sage ausdrücklich dazu, mit einem absoluten Vorrang für schienengebundenen Nah- und Regionalverkehr nicht gehen. Es wird ohne Infrastrukturausbau nicht gehen. Und da hätte ich mir in der Tat heute ein kleines bisschen mehr erwartet, mit Blick darauf, dass Sie gesagt haben, Sie haben eine Strategie. Nun weiß ich, der alte Grundsatz lautet immer, das, was Strategie ist, entscheidet man am Ende. Ob das, was Sie zur Energiewende gesagt haben, und Sie werden sich daran dunkel erinnern, dass ich vieles von dem ausdrücklich begrüßt habe, was Sie hier erklärt haben, ob das heute noch so haltbar ist, ob wir mit Blick beispielsweise auf die Herausforderungen der E-Mobilität nicht ganz andere Fragestellungen zu lösen haben, auf der Erzeugungsseite, auf der Speicherungsseite. Über die Frage von Öko- und Energiebilanz bei E-Mobilität habe ich noch nicht geredet. Die Frage muss zumindest aufgerufen sein. Und ich will an der Stelle ausdrücklich sagen, ja, Ihr Hinweis darauf, dass Sie jetzt viel, viel mehr Geld aufwenden für die E-Busse, das freut mich. Aber ich finde schon auch dort, ich weiß, dass Sie Marketing wirklich exzellent können. Das anerkenne ich neidlos. Aber Ihre 5 Millionen, die Sie jetzt ins Schaufenster hängen für E-Busse, will ich mal kurz übersetzen. Wenn ich die Konzeption richtig verstanden habe, die Sie vorschlagen, wird es am Ende darum gehen, dass bei den Mehrkosten für E-Busse, das sind etwa 400.000–450.000 Euro, 40% der Anschaffungskosten gefördert werden. Das heißt, Sie werden etwa mit einem Finanzvolumen von 5 Milliarden, Sie haben darauf hingewiesen, das, was Sie bisher an Programmen hatten, einen Bus gefördert, 5 Millionen, Entschuldigung, mit den 5 Millionen werden Sie im Jahr, wenn alles gut läuft, 25 Fahrzeuge in Hessen fördern können.
Bei einer geschätzten Gesamtzahl von etwa 3.000 Bussen im öffentlichen Personen- und Schülernahverkehr brauchen wir ein paar Jahre. Das sind etwa 100 Jahre, wenn man diese Ausbauschritte nehmen würde. Nun muss man fairerweise dazu sagen, dass das Bundesprogramm ja viel lukrativer ist mit der 80%-Förderung. Insofern wird es da ein paar Entwicklungen geben. Nur ich will einfach darauf hinweisen, weil Sie auch in Vorbereitung dieser Regierungserklärung wieder schöne dpa-Meldungen produziert haben, wie viel Geld Sie jetzt aufwenden, um die E-Mobilität zu fördern. Gemessen an der Aufgabe sind das alles kleine Bausteine. Ich sage ausdrücklich dazu, damit das Geheule nicht anschließend wieder anfängt, auch richtige Schritte, aber gemessen an der Aufgabe. Und deswegen werden wir Ihr Diskussionsangebot im Rahmen des Mobilitätskongresses ausdrücklich annehmen. Ich bin mal gespannt, ob es nur ein Lippenbekenntnis ist oder so, es ernst gemeint ist. Angesichts der Größe der Aufgabe in der Mobilitäts- und Verkehrswende sind das alles ganz kleine Kieselsteine auf dem Weg zu einer Veränderung, wo wir uns auch Planungszeiten, Bauzeiten, die bisher überhaupt nicht erlauben können. Die Nordmainische S-Bahn ist angefangen worden zu diskutieren in den frühen 70er Jahren. Wenn wir mit dieser Planungs-, Entscheidungs- und Baugeschwindigkeit die Verkehrs- und Mobilitätswende der Zukunft planen, dann, gute Nacht, Marie, dann wird das nämlich mit dem Projekt überhaupt nichts. Aus unserer Sicht, auch da hätte ich mir ein paar Bemerkungen mehr erlaubt, und ich will einen Hinweis darauf geben, wo wir glauben, dass man hindenken muss. Ja, wir brauchen eine Weiterentwicklung der Verkehrsverbünde, der lokalen Nahverkehrsgesellschaften hin zu Mobilitätsdienstleistern, die deutlich mehr sind als ein bisschen Planung und Organisation. Ich glaube übrigens, dass wir in der Sache da auch nicht so weit sind, auseinander sind. Es würde mich zumindest sehr wundern. Aber ich sehe da überhaupt keinen Druck in der Veränderungsgeschwindigkeit, die aber notwendig ist. Man kann das nicht im Schneckentempo organisieren, was da an Aufgaben vor uns liegt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, und ich will zumindest mal ganz kurz einen Blick geben, keine sozialdemokratisch geführte Landesregierung, sondern eine grün geführte. Ich finde, dass dazu auch eine professionellere Organisation in der Regierung und im Ministerium gehört. Ich finde die Schaffung einer Einrichtung wie der Abteilung Nachhaltige Mobilität im baden-württembergischen Verkehrsministerium zeigt, was möglich ist, wenn man die Aufgabe ernst nimmt und sie wirklich vorantreiben will. Ich will auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit, weil es ein Thema gibt, das mir besonders wichtig auch heute noch einmal ist, einen Punkt aufnehmen aus Ihren Bemerkungen. Das ist das Thema Landesstraßenbau und Sanierung. Sie erklären hier, Sie könnten Beton, ich ergänze mal dazu, Asphalt, Schotter und alles, was dazugehört. Sie verweisen darauf, dass Sie viel Geld dabei aufwenden, aber Sie wissen, und das müssen Sie jetzt in Ihrer 3-Milliarden-Liste noch mit aufnehmen, dass eigentlich die Anforderungen für den Ausbau der Straßeninfrastruktur bei Sanierung und Modernisierung geschätzt nach den Daten, die Sie uns selber liefern, bei Minimum 180 Millionen im Jahr liegt, unter anderem deswegen, weil Sie auch klar beschreiben, dass etwa 47% aller Kommunal- und Landesstraßen in einem schwierigen bis schlechten Zustand sind. Das heißt, Sie können sich hier jedes Jahr feiern dafür, angesichts auch von Rekordeinnahmen, ja, der Haushalt ist mit Rekordeinnahmen versehen, dass Sie da ein bisschen mehr machen. Aber wir laufen Sanierungsbedarfen der letzten Jahrzehnte hinterher, die wir nicht aufgelöst bekommen, wenn es bei den Instrumenten der heutigen Zeit bleibt. Jetzt habe ich noch nichts zu den Autobahnen A49 und A44 gesagt. Die Bagger rollen da immer noch nicht, zumindest nicht besonders stark. Dennoch will ich auch noch eine Bemerkung machen zum Thema Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, auf das wir sehnsüchtig und lange warten. Übrigens auch mit Blick auf die Frage des Ausbaus des Schienenschnellverkehrs, Stichworte Nebenstrecken, Lumdatalbahn, Holloftalbahn, die zwingend notwendig sind in der Reaktivierung, um die Verkehrssituation sinnvoll zu lösen. Sie wissen auch, dass wir da seit Jahrzehnten darüber diskutieren. Ich will es einmal angesprochen haben. Auch da stellen Sie heute eine große Zahl, 100 Millionen Euro für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz der neuen Art, der neuen Ausgestaltung ins Schaufenster. Ich will es ein kleines bisschen relativieren. Das bedeutet, es sind 8 Millionen mehr als heute in der Finanzierungsstruktur. Relativiert ein kleines bisschen die Größe Ihrer Aussagen. Ich will das deswegen alles betonen,
weil hier in diesem Raum klar sein muss, dass die Verkehrs- und Mobilitätswende eine der wirklich großen, großen Aufgaben für die nächsten Jahre ist und es nicht hilft, sich das irgendwie schönzureden, mit ein paar Haushaltsmitteln noch zu versehen und zu glauben, dass damit am Ende alles wird. Das gilt übrigens auch für die Erneuerungsnotwendigkeiten und Erneuerungsinvestitionen, sowohl im Busbereich, über E-Busse habe ich jetzt gerade geredet, aber auch in dem Bereich der S- und Schnellbahnen, der U-Bahn. Auch dort haben wir enorme Investitionspläne, Defizite. Und ich will schon nach Berlin mal kurz gucken. Dort hat sich der Berliner Senat entschieden, ein jährliches Investitionsverfestigungs- und Verstetigungspaket von 100 Millionen Euro jährlich mit der Berliner Verkehrsgesellschaft zu organisieren. Nun weiß ich auch, dass das nicht vollständig zu vergleichen ist. Aber einen Investitionsfonds aufzulegen, in dem man substanziell über die nächsten Jahre versucht, die notwendige Erneuerung auch des Fuhrparks zu organisieren, ist dringend überfällig. Sie können und über die Sinnhaftigkeit, die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Schüler, Landestickets und anders brauchen wir nicht zu streiten. Aber im Kern müssen Sie doch heute darum beten, dass keiner oder nicht alle die Dinger in Anspruch nehmen, weil Ihnen die Verkehrsverbünde heute schon sagen, dass es keinerlei Kapazitäten auf der Schiene mehr gibt, um die Personen zu transportieren. Sie können sich ja gerne mal morgen zwischen 7 und 9 in die Regionalbahn von Gießen nach Frankfurt bewegen. Gestapelt kriegen Sie das hin. Sie kommen vielen Leuten so nahe, so wollten Sie ihnen niemals nahe kommen. Es ist ein Hinweis darauf, dass wir ein Riesenthema im Bereich der Erneuerungsinvestitionen haben. Auch da hätte ich gerne heute einen Hinweis gehabt, weil es dringend notwendig ist, einen solchen Fonds aufzulegen. Ich will mit Blick auf die sehr kurze Zeit, die ich noch habe, am Ende einen Punkt aufgreifen, der mir am heutigen Tag – ja, es ist leider so, ich finde das auch sehr bedauerlich, aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden. Vielleicht hätte ich weniger Staumeldungen heute haben müssen. Aber das liegt nun mal an der Wirklichkeit. Ja. Da gilt der alte Grundsatz, man muss das Leben so nehmen, wie es ist, aber man darf es nicht so lassen. Ich will ein paar Bemerkungen zum Thema Automobilland machen. Weil der Minister am Anfang etwas zum Thema Dieselaffäre gesagt hat und den möglichen Veränderungen, die daraus entstehen. Ich will am Anfang sagen, ja, die deutsche Automobilindustrie steht vor gewaltigen Herausforderungen. Aber nicht nur die Automobilindustrie, weil die Veränderung von Mobilität, auch des Autos, von Produktionszyklen, werden auch uns fordern im Bereich der beruflichen Bildung, im Bereich von Industriepolitik. Ich finde es übrigens ein Riesenproblem, in welcher Art und Weise Industriepolitik derzeit verächtlich gemacht wird von einigen Interessierten, weil ich glaube, am Ende wird diese Herausforderung nur gemeinsam gelöst werden können zwischen Industrie, Gewerkschaften, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Sie wird niemals gelöst werden von nur einem. Und es geht darum, dass durch einen Beschiss einiger Vorstände mit einigen Technikverantwortlichen eine ganze Branche und ihre Beschäftigten in einer Art und Weise unter Druck geraten, die hoch emotionalisiert. Und deswegen macht es manches Thema in der Transformation der deutschen Automobilindustrie noch viel schwieriger. Die Entkarbonisierung, und ich sage ausdrücklich nicht die Elektrifizierung, sondern die Entkarbonisierung des Verkehrssektors, die Technologieoffenheit, auch in der Antriebstechnologie erfordert, ist eine der ganz großen Aufgaben. Da geht es nicht nur um die Frage von Batterien. Ich will nur einen kleinen Hinweis geben. Vor wenigen Tagen war ich bei Fritz Winter in Stadtallendorf, die deutlich gesagt haben, dass ihre neuen Gussmethoden dazu führen, dass das, was man an klassischem Guss hat, wenn man die Ökobilanz und Energiebilanz sich betrachtet, erhebliche Vorteile hat gegenüber der derzeit gängigen Produktion von Alumotoren. Warum? Weil in dem direkten Vergleich durch die neue Produktion ein Alumotor, so wie er heute Standard in der Leichtbauweise ist, 800.000 km fahren müsste, um die Energie- und CO2-Bilanz auszugleichen, die diese Gussmethode auslöst, unabhängig untersucht. Und deswegen, wir müssen auch in den Fragen der Automobilindustrie weg von einer isolierten Betrachtung Tank-Rad hin zu einer Gesamtbetrachtung,
weil wir uns ansonsten auch an den Entwicklungsmöglichkeiten der deutschen Automobilindustrie und einer wirklich nachhaltigen Mobilitätsentwicklung vergreifen. Das ist mir am Ende sehr, sehr wichtig. Ich komme zum Schluss mit einem kleinen abschließenden Hinweis. Ich habe mir hier noch einen Punkt aufgeschrieben, weil Sie es am Ende auch gesprochen hat, nämlich das Thema der Luftverkehrswirtschaft. Sie hatten ja mal im letzten Jahr angekündigt, dass Sie vor der Sommerpause etwas zum Thema Lärmobergrenzen und den Perspektiven auch der Mobilitätsentwicklung in diesem Bereich sagen. Wir warten immer noch darauf. Sie hatten eigentlich angekündigt, dass Sie ordnungsrechtlich vorgehen wollen. Wir hätten gerne heute gewusst, wie Sie damit umgehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Für uns ist die Mobilitäts- und Verkehrswende deutlich mehr als nur zu beschreiben, wie man sich im Jahr 2035, das sind übrigens 5 Jahre mehr als der Bundesverkehrswegeplan und der Landesentwicklungsplan gehen, warum auch immer, darüber zu reden, wie das in 2035 geht. Für uns geht es vor allem darum, wie wir die Mobilitätssituation der Menschen in Stadt und Land für Pendlerinnen und Pendler und für die Beschäftigten dauerhaft verändern. Dazu, finde ich, ist heute entschieden zu wenig von Ihnen gesagt worden. Das bedauere ich. Aber wir werden ganz sicherlich auch im Rahmen des Mobilitätskongresses im Gespräch bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Meine Damen und Herren, noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Abg. Lotz, Gremmels, Löber, Müller, Schwalmstadt, Schmidt, Siebel, Warnecke, Krüger, SPD und Fraktion betreffend Erhaltung des Landgestütz Dillenburg, Drucksache 19/5198. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 70 und die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Ansonsten fahren wir jetzt in der Debatte fort. Und als Nächstes hat das Wort der Kollege Kaspar für die CDU-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen heute über das Thema Mobilität in Hessen. Und wenn wir sagen, an Hessen führt kein Weg vorbei, dann verdeutlichen wir damit, wie zentral Hessen in der Bundesrepublik Deutschland liegt, aber auch in Europa, und wie wichtig für uns Verkehrsdienstleistungen sind. Denn wir sehen eben Verkehr nicht nur als eine Belastung an, sondern wir sehen es als eine Chance an, nämlich Dienstleistungen zu erbringen für Menschen und für Waren, die durch unser Land wollen, die als Ziel unser Land haben oder die von unserem Land ausgehen. Das bedeutet nicht, dass wir uns auch sehr sorgfältig anschauen müssen, dass diese Verkehrsdienstleistungen und die Verkehre im konkreten Einzelfall auch für Menschen zu Belastungen führen können und dass wir uns deswegen damit beschäftigen müssen, wie wir für die, die negativ vom Verkehr betroffen sind, auch die Belastungen reduzieren können. Herr Staatsminister Al-Wazir, ich bin Ihnen deswegen dankbar, dass Sie hier verdeutlicht haben, welche Punkte für uns wichtig sind und wie wir vorankommen, weil dieser Bereich eben ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig ist. Ich möchte es einmal verdeutlichen an meiner Heimatkommune, der Stadt Frankfurt. Dort ist es so, dass mehr Menschen beschäftigt sind im Bereich Verkehr und Logistik als am Finanzplatz. Und Sie sehen daran, welche Bedeutung das auch schon für die größte Stadt unseres Landes hat und erst recht für das Land insgesamt. Es ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftszweig, sondern es ist sozusagen die Schlüsselindustrie, damit für alle anderen auch.
Denn dass alle anderen Unternehmen sich hier ansiedeln können und gut arbeiten können, hat eben im Wesentlichen damit zu tun, dass wir diese gute geografische Lage haben, gepaart mit einer hervorragenden Infrastruktur. Und Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie in Ihrer Rede eben die Staumeldungen vorgelesen haben, muss ich sagen, es ist schön, dass Sie sich so Gedanken machen um unser Land, dass Sie die wesentlichen Dinge hier erfasst und vorgetragen haben. Der ein oder andere von uns hat auch einmal eine Staumeldung gehört, wenn er das Radio anmacht. Also insoweit war, sagen wir mal, der Debattenbeitrag hier bedingt hilfreich. Weil die, die hier schon sind, die sind ja jetzt von dem Stau nicht mehr betroffen. Vielleicht können wir es ja in Zukunft so machen, dass Sie am Ende der Plenardebatten immer uns mitteilen, welche Staus uns dann am Abend erwarten. Dann hätten wir wenigstens von Ihren Ausführungen etwas. Was aber die Staumeldungen und Ihre Ausführungen gezeigt haben, ist, dass wir ganz erhebliche Aufgaben in Zukunft haben. Und wir können diese Aufgaben nur lösen, wenn wir in allen Verkehrssegmenten die Infrastruktur systematisch ausbauen. Und wenn hier angesprochen worden ist, eine Ringverbindung, zum Beispiel um die Stadt Frankfurt herum, so muss ich sagen, das ist sicherlich ein sehr guter Ansatz. In Berlin wurde der S-Bahn-Ring bereits 1928 gebaut. Und das hat man eben gemacht, um Verkehre aus der Innenstadt herauszuhalten, damit nicht der direkte Weg durch die Innenstadt genommen wird, sondern wenn es eben möglich ist, eine schnellere Verbindung, die einen längeren Weg um die Stadt führt, aber eben die Stadt entlastet. Und wenn wir jetzt die RTW auf den Weg gebracht haben, also die Regionaltangente West, ist das natürlich ein wichtiges Element einer solchen Ringverbindung, die weiterentwickelt werden kann. Und da muss ich der Landesregierung danken, dass sie sehr engagiert dieses Thema angegangen sind und jetzt auch voranbringen. Das ist gut für Hessen und gut für die Region. Aber ich nenne auch die anderen Bahnprojekte. Denken Sie an die S-Bahn, die nordmainische S-Bahn-Verbindung. Sehr wichtig, nicht nur für den Main-Kinzig-Kreis, nicht nur für die Stadt Frankfurt, nicht nur für die Menschen, die dort arbeiten und leben, sondern eine Stärkung und damit auch eine Entlastung von anderen Schienensträngen, die wir dann wiederum auch für anderen zusätzlichen Schienenverkehr nutzen können. Sie haben darauf hingewiesen, dass es hier manchmal Kapazitätsengpässe gibt. Deswegen ist es richtig, dass auch Sie dieses Thema sehr engagiert angegangen sind. Sie haben ebenfalls, Herr Minister, darauf hingewiesen, dass mit dem Baubeginn des Homburger Damms es auch endlich daran geht, den Verkehrsknoten am Frankfurter Hauptbahnhof zu entlasten und zu stärken. Auch das ist eine Maßnahme, für die Sie sich sehr eingesetzt haben. Wir meinen, dass das der richtige Weg ist. Was ebenfalls erforderlich ist, neben dem Ausbau der Schienenprojekte, sind natürlich die Straßenbauprojekte. Selbstverständlich nützt die beste Straße nichts, wenn sie eben nicht mehr befahrbar ist. Also natürlich ist die Sanierung von Straßen wichtig. Aber für uns ist genauso wichtig, dass es eben auch zusätzliche Projekte gibt. Und hier muss man doch feststellen, dass in den letzten Jahrzehnten sicherlich zu wenig in Infrastruktur in ganz Deutschland investiert worden ist. Deswegen freuen wir uns, dass der jetzige Bundesverkehrsminister das Ruder rumgeworfen hat und mit dem neuen Verkehrswegeplan so viel Mittel in das System hineingegeben hat. Ich weiß gar nicht, Herr Schäfer-Gümbel, warum Sie lachen. Ihre Bundestagsfraktion hat doch dem Verkehrswegeplan zugestimmt. Also, dass der Bundesverkehrswegeplan nun so viel Mittel auf den Weg bringt, wie bisher noch nie für Infrastruktur in Deutschland bereitgestellt worden ist. Und das ist doch, glaube ich, ein ganz erheblicher Fortschritt. Und wenn man sich das anschaut, wie sich das für Hessen auswirkt,
So muss man sagen, dass die Gespräche, die der Ministerpräsident Bouffier geführt hat, aber auch der Staatsminister Al-Wazir, doch außerordentlich erfolgreich waren, während wir früher an dem Bundesverkehrswegemittel nur etwa 7% erhalten haben, ist es so, dass wir jetzt an die 12% erhalten. Und das zeigt doch, eindeutig, dass auch der Bund sich hat überzeugen lassen davon, dass wir in Hessen eine wichtige Rolle spielen, dass die Infrastruktur gerade bei uns gestärkt werden muss. Meine Damen und Herren, neben den Mitteln, die jetzt nun ausreichend für die Sanierung, für die Erneuerung, aber auch für den Neubau zur Verfügung stehen, ist natürlich nach wie vor ein Engpass, das entsprechende Planungsrecht zu schaffen. Und Herr Schäfer-Gümbel, Sie hätten ja auch mal was dazu sagen können, dass es vielleicht ein Fehler war, dass als Ihre Partei hier in Hessen an der Regierung war, es nicht gut war, das Beschleunigungsgesetz, was wir genutzt haben bei den Projekten der Deutschen Einheit, nicht auch zum Beispiel für die A44 angewandt worden ist, weil wenn man das gemacht hätte, dann wäre sie schon längst fertig. Dafür können Sie persönlich nichts, aber ich meine schon, dass es zu einer redlichen Diskussion gehört, auch das hier zu erwähnen. Wenn es aber so ist, dass das Planungsrecht und die langen Verfahren uns die Schwierigkeiten machen, und zwar betrifft das Schienenprojekte als auch Autobahnprojekte. Ich will Ihnen mal da als Beispiel nennen, dass es Schienenprojekte in Tschechien gibt, dass es Schienenprojekte in der Schweiz gibt, dass es Schienenprojekte in Belgien gibt, dass es Schienenprojekte in Frankreich gibt, die hervorragend in ihren Ländern die Dinge ausgebaut haben und die alle auf eine entsprechende Fortsetzung und Anbindung hier in Deutschland in gleicher Bauqualität warten. Also hieran sieht man, dass die Verfahren sehr lange dauern. Oder wenn Sie die Schienenverbindung in die skandinavischen Länder nehmen, Stichwort Fehmarn, dann ist es ebenfalls so, dass die dänische Seite mit den langen Wegstrecken, die dort zu planen sind, längst fertig ist und bei unserer kurzen Strecke, die noch verbleibt, diese Planung nicht abgeschlossen ist. Also wir haben ein Planungsrecht hier in Deutschland, das außerordentlich kompliziert ist. Und hier hat schon in der letzten Regierung und in der vorletzten Regierung haben die Wirtschaftsminister hier schon entsprechende Vorstöße unternommen auf Bundesebene, um dieses zu beschleunigen und zu erreichen, was leider nicht gelungen ist. Wir hoffen nunmehr, dass durch die Bundesinfrastrukturgesellschaft es dazu kommen wird, dass der Bund, der derzeit bei den großen Projekten ja nur 3% der Planungskosten den Ländern erstattet, obwohl diese, also 3% der Gesamtkosten der Maßnahmen als Planungskosten erstattet, obwohl es oft so ist, dass die Planungskosten in einer Größenordnung von 15 bis 20% der Maßnahme liegen, dass der Bund, wenn er im Rahmen jetzt der Umstrukturierung selbst diese Dinge bezahlen muss, auch die notwendige Motivation hat, das Planungsrecht zu vereinfachen. Das ist momentan noch ein Thema, mit dem wir leider leben müssen und was eben dazu beiträgt, dass die Dinge, die wir alle wollen, nicht so schnell vorangehen, wie sie wir uns wünschen wollen. Lassen Sie mich noch zur Zukunft der Technik etwas sagen. Hier ist es so, dass wir daran arbeiten müssen, dass der Verkehr klimafreundlicher funktioniert, als er bisher funktioniert. Wir haben natürlich einen großen Respekt vor den Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel im Vertrauen auf die Politik, sich Fahrzeuge gekauft haben. Und wir stehen an der Seite dieser Menschen und sagen ganz klar, wir lehnen Fahrverbote ab, wir wollen keine Fahrverbote und wir wissen, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, diese zu vermeiden. Ich nenne hierbei nur mal, wenn an bestimmten Messpunkten sehr hohe Werte erreicht werden, dann müsste man eben auch überprüfen, ob man es den Menschen, die dann in dieser Straße wohnen, wo die hohen Werte sind,
weiter zumuten kann oder ob man nicht dort örtlich den Verkehr eben auch ableiten muss auf mehrere Straßen, damit es eben nicht zu dieser Spitzenbelastung der Menschen kommt, die ausgerechnet an diesen vielbefahrenen Straßen wohnen. Ich glaube, wenn wir etwas weniger ideologisch an die Themen herangehen, manche Diskussionen sind ja geradezu autophob, die wir da hören, oder dieselphob, wenn wir etwas weniger ideologisch an die Dinge herangehen, sondern sagen, um was geht es? Es geht uns um die Gesundheit der Menschen. Dann lassen sich viele kreative Wege finden, ohne dass wir eine Maßnahme ergreifen müssen, die dazu führen würde, dass viele Menschen, die im Vertrauen auf die Politik sich zugelassene Fahrzeuge gekauft haben, nun in Probleme kommen. Das wollen wir nicht, und das können wir den Menschen hier auch ganz klar zusagen. Meine Damen und Herren, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir daran arbeiten, aus Klimaschutzgründen alles zu tun, um klimaschädliche Gase zu reduzieren. Das sollte Priorität haben. Ich meine aber, das Ganze sollte in technologieoffener Form geschehen. Es wird sehr stark in der Diskussion jetzt abgestellt auf das Thema, dass der Elektromotor den Verbrennungsmotor ersetzen soll. Das ist mir etwas zu einfach. Zunächst einmal muss man sagen, der Elektromotor ist ja nichts Neues, auch das Elektroauto ist nichts Neues. Bereits im Jahr 1895 hat die Firma AEG ein Fahrzeug gebaut, in dem in den vier Radnaben jeweils Elektromotoren waren. Ein Verfahren, das ein Milliardär in den USA wieder aufgegriffen hat. Und er produziert damit Fahrzeuge jetzt in größerer Stückzahl. Nur wenn wir wissen, dass es eine alte Erfindung ist und sie sich nicht durchsetzen konnte, hatte das natürlich Gründe. Und die Gründe liegen eben darin, dass bei bewegenden Fahrzeugen, egal ob sie jetzt fahren oder ob es bewegende Verkehrsmittel sind, die fliegen, dass sie die Energie, die sie brauchen, um diese Bewegung zu machen, mit sich führen müssen. Und wenn Sie diese Energie mit sich führen müssen und die Energie ist abgespeichert in Batterien, ist das eben so, dass Sie ein großes Gewichtsproblem haben. Das heißt, Energie in Form von Strom abzuspeichern, braucht eben erheblich mehr Gewicht, den Sie ja dann auch mit sich führen müssen. Und damit natürlich ein weiterer Energieverbrauch allein dadurch erzeugt wird, während wenn Sie Energie in Form von Fetten und Ölen mit sich führen, dies eben leichter ist und Sie saldiert weniger Energie brauchen. Für diejenigen, die mir das nicht glauben, denen gebe ich mal den Hinweis, dass man sich mal mit denen auseinandersetzen soll, die 4 Milliarden Forschung machen, nämlich die Natur. Die Natur hat auch bekanntlich Strom erfunden. Denken Sie an die Gehirnströme oder beim Zitteraal sogar als Waffe. Aber es wird eben nicht eingesetzt, um diese Energie abzuspeichern bei sich bewegenden Körpern, sondern das geschieht eben in Form von Fetten und Ölen, weil die leichter sind. Das heißt, wenn es uns gelingt, dass Treibstoffe hergestellt werden, die nicht dazu führen, dass damit CO2-Ausstoß erfolgt, und die Wissenschaft ist hier ja auf diesem Weg unterwegs, dann wissen wir, dass ein Verbrennungsmotor, der CO2-neutral ist, beispielsweise jetzt durch Herstellung von Treibstoffen, die aus Algen gewonnen werden oder die durch Bakterien produziert werden, dass sie dort CO2-freie Treibstoffe haben können, die dann eben auch in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen könnten. Auch das wird sicherlich noch viele Jahre dauern, und deswegen kann die Elektroenergie, der Elektroantrieb eine Übergangstechnologie sein, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem wir Treibstoffe haben, die CO2-neutral sind. Wenn das der Fall ist, ist vielleicht dann die Idee des Elektromotors auch schon wieder am Ende. Aber all das sind sehr viel Spekulationen. Nur wenn Sie sich heute mit den Wissenschaftlern unterhalten, die in dem Bereich tätig sind, dann werden Sie feststellen, dass wir oft in der politischen Umsetzung
immer etwas hinter dem zurück sind, was andere schon vordenken. Weil das so ist, ist meiner Ansicht nach der Ansatz, dass wir bestimmte Ziele definieren müssen, nämlich z.B. die CO2-Freiheit, sinnvoll, ohne dass wir im Detail bestimmte Techniken festlegen. Technologieoffenheit ist die Voraussetzung für Innovation und Fortschritt, auch im Verkehrsbereich. Und wir sind, glaube ich, auch hier auf dem guten Weg. Das zuständige Ministerium unterstützt auch dieses. Auch hierfür, Herr Al-Wazir, bin ich Ihnen dankbar. Meine Damen und Herren, Sie können daran sehen, Hessen ist auf einem guten Weg. Wir bringen die Verkehrspolitik hier in unserem Land voran. Für uns steht im Mittelpunkt der Mensch mit seinem individuellen Verkehrsbedürfnis. Wir arbeiten daran, dass es für alle Menschen hier besser wird. Und wir arbeiten daran, dass wir auch sagen können, Hessen ist ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Vielen Dank, Herr Kollege Kasper.